Hey Leute, ich bin Frank Peverick. Eine Gartenarbeit, die muss unbedingt jetzt noch erledigt werden, vor dem 1. März. Welche Gartenarbeit das ist und was euch sonst droht, wenn ihr das nicht macht, das sage ich euch jetzt in diesem Video. Ja, und zwar könnt ihr das hier sehen. Es geht hier um den Heckenschnitt, um den Rückschnitt der Hecke. Genau genommen, denn diese darf nur noch bis 1.3. geschnitten werden, bis Ende Februar, denn vom 1.3. bis 30.9. ist Vogelschutzzeit. Ihr hört das schon hier im Hintergrund, die sind schon kräftig am Piepen. Die nisten dann nämlich in den Hecken und dann darf man diese größeren Rückschnitte, die ich jetzt hier vorgenommen habe, nicht mehr machen. Ja, mit größeren Rückschnitten, da meine ich ungefähr die Differenz, die ihr hier erkennen könnt. Ja, das ist einfach dann zu viel. Oder wenn man die Hecke komplett bis zum Boden runterschneidet, das machen ja manche auch. Oder auch eine Hecke umbuddeln, das ist halt dann, oder ausbuddeln, das ist dann alles nicht mehr erlaubt. Wenn ihr in der Zeit vom 1.3. bis 30.9. nochmal so einen kleinen Formschnitt vornehmen müsst, das heißt hier bei so einem kleinen Bäumchen, ja, die Kugeln hier in Form schneiden wollt oder sowas, das dürft ihr natürlich machen. Ihr dürft auch bei der Hecke so ein bisschen die Spitzen abschneiden. Das ist alles noch erlaubt. Aber wie gesagt, ja, nicht mehr richtig schön tief ins Holz reinschneiden, weil da stört ihr einfach die Vögel. Und wenn ihr euch dann daran nicht haltet, dann kann das Bußgelder nach sich ziehen, richtig hohe Bußgelder. Und das will man vermeiden. Ich habe recherchiert, dass das sogar bis zu 50.000 Euro sein könnte. Ja, jetzt spricht allerdings dagegen, so früh schon die Hecke zu schneiden, dass diese Triebstellen, hier diese Schnittstellen vielmehr, wo dann die Pflanze neu austreibt, dass die durch Frost dann Schaden nehmen können und somit die Hecke dann ja ein bisschen in ihrem Wachstum gebremst wird und unschön aussieht. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man das ja in den Wintermonaten macht. Ja, ich schneide trotzdem immer im Februar meine Hecke. Dieses Jahr habe ich Glück. Ich sitze hier im T-Shirt, es ist richtig warm. Ich werde wohl die Probleme mit dem Frost dieses Jahr nicht bekommen. Ja, warum schneide ich immer im Frühjahr? Das mache ich einfach deshalb, dann kann ich das hier hinlegen, brauche es nur zur Straße hinfegen und dann wird mir das zum Osterfeuer abgeholt, wenn nicht gerade so eine Corona-Pandemie dazwischen kommt. Aber dieser Tonus hat sich halt bei mir eingespielt. Ansonsten würde ich euch natürlich empfehlen, das ab 1. Oktober zu machen, den Rückschnitt. Dann könnt ihr das selber wegbringen, den ganzen Rückschnitt. Und ihr habt halt das Problem mit dem Frost nicht. Aber wie gesagt, macht es auf keinen Fall in der Zeit, wo die Vögel nisten. Auch wenn man sich sagt, ich guck mal in die Hecke rein, da ist ja nichts, ich kann schneiden. Denkt immer dran, es gibt wachsame Nachbarn und den Ärger will man sich ersparen. Ich hoffe, diese kleine Information hat euch gefallen und wollt, wenn ihr habt, gebt mir einen Daumen hoch. Ihr könnt mich gerne kostenlos abonnieren, dann seht ihr weitere Videos von mir. Ich sag bis dann, euer MacPerrick.